drüben. Geil, seht ihr? Schaut mal, wo die sitzen. Dort habt ihr ein Kamel. Ja? Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir spazieren da. Wir haben jetzt angefangen beim Nil-Pharao-Markt. Wir sind mit Uber hergefahren. Von Alibaba bis hierher haben wir 38 Pfund bezahlt, also nicht einmal 2 Euro. Und dann 2 Euro und dann passt es dann schon. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren. Und wir nehmen euch natürlich mit, wie immer. Genießt den Vlog, genießt Hurghada und genießt das Zentrum. Also hier ist es wirklich wunderschön und vor allem am Abend. Aber wir sind jetzt am späten Nachmittag gekommen und wir spazieren jetzt ein bisschen durch die Gegend. Und wir werden sicher auch demnächst auch am Abend herkommen. Wir haben ja noch Zeit. Da haben wir das Grand Beach. The Grand Beach. Ist auch ein Hotel. Döner Kebab. Ist noch geschlossen, genau. Wann öffnet es? Keine Ahnung. Schaut euch, wie wunderschön das ist. Also ich finde es hier wirklich immer wunderschön. Ja, ein Hund. Genau. Also sehr schön, um einen schönen Nachmittagsspaziergang zu machen. Also wirklich schön. Also ich finde es wunderschön. Gar kein Thema. Ja, ist ja klar, also wenn man da jetzt 3-4 Wochen Urlaub macht, dann muss man es auf eine Art und Weise auch genießen. Einmal die Stadt anschauen, nicht nur im Hotel. Hotel ist wunderschön, aber trotzdem, man braucht es einfach. Wollt ihr auf der anderen Seite gehen? Wollt ihr auf der anderen Seite gehen? Weil dort drüben gibt es einen schwarzen Hund. Vorsicht jetzt beim Rübergehen. Ja, ja, das ist da irgendwo, oder? Cool. Ach ja, genau, stimmt, da vorne ist das Testzentrum, also wo man Corona-Test macht. Little Buddha. Ich glaube, das ist ein indisches Restaurant, oder? Oder irgend sowas. Ja, indisch. Ah, steht ja auch indisch, okay. Ein Dollar Store. Was? Ein Euro Shop. Viele Dinge um 1 Euro.
viele machen jetzt wieder 1-Euro-Geschäfte. Ja, hier gibt es auch 1-Euro-Geschäfte. Das ist ein sehr großer Laden. Hier gibt es auch Wohnungen zu mieten, wurde mir gesagt. Simbad Aquapark. Auf der Seite kann man die Wohnungen mieten. Und Kostenpunkt pro Monat. Der Beach. Ich glaube, um die 7.000, 8.000 Pfund hat man mir gesagt. Ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Das hat einer eben, ein Einheimischer gesagt, dass ungefähr zwischen 7.000 und 10.000 Pfund pro Monat eben die Miete ist. In dem Bereich halt, in diesen Bauten. Mal, wie schön das ist, also wirklich traumhaft. Simbad Club, das ist das ein Hotel? Nein? Also nur ein Aquapark, okay. Esplanada Bay Mall. Das ist ein Nona, ein Einkaufszentrum. Ich weiß, ich kenne die Gegend. Wir sind in dem Bereich ja nur gefahren, wir sind nicht spazieren gegangen. Gibst du mir die Hand bitte? In English. Ist nicht Arabisch? No Arabisch. Oh. Sorry. No Arabisch.
gehen wir, weil sonst... Dort steht, das ist ein Shopping Center. Da ist das Kaffeehaus. Kommt, gebt mir die Hand bitte. Da ist McDonald's. Das ist ein echter Burger, oder? Ja. Mit fünffach Chicken. Da ist das Café, da sind wir gesessen. Na, setzen wir sich da hin oder was machen wir? Mahlzeit. Haben Sie eh schon gegessen letztens? Schmeckt besser in Deutschland als wie in Deutschland. Und wieder gäbe es ihn. Opa. Wow.